Hallo und herzlich willkommen zurück bei Naval Action. Ja, ich mache das hier mal kurz kleiner. Ich bin gerade zu Tim aufs TS gejoint und sehe aber gerade, dass sich eine günstige Situation geboten hat. Oder sich anbietet, und zwar das da. Da, so, da haben wir es. Ein Cutter, ein französischer Cutter. Und ich habe mir gedacht, mit dem kloppen wir uns doch mal. Ihr seht, ich habe ein neues Schiff. Ich habe ein bisschen gespielt. Ich trete jetzt auch einem Clan bei. War gerade schon mit den Leuten auf dem TS. Alles Englisch halt. Britischer Akzent bis zum geht nicht mehr. Ja, wir sind ja schließlich, die gehören ja schließlich zu den Briten. Und da brauchen wir natürlich auch den britischen Akzent, ne? Ich habe mir gedacht, ich werde mit euch das auch mal mit denen zusammen was aufnehmen, damit wir auch mal größere Schlachten sehen. Ich war zum Beispiel gerade in einer etwas größeren Schlacht auch drin. Und da hat ein lieber Mensch aus dieser Gruppe, aus diesem Clan, mir ein besseres Schiff überlassen als das hier. Aber ich habe noch nicht den Rang. Okay. Ja, ich bin noch ein bisschen beim Englischen. Genau. Ich habe dieses Schiff von dem halt bekommen. Ein bisschen besser als das hier, aber ich will natürlich nicht direkt mit dem besten Schiff direkt hier weitermachen. Nein. Darum darf dieses Schiff noch ein bisschen warten. Und wir kloppen uns erstmal mit dem Schiff, was wir jetzt haben. Und ja, mein Rang reicht auch für das eine Schiff. Reicht dir natürlich schon. Aber dann habe ich nicht die volle Crewzahl. Das habe ich auch derzeit bei dem Schiff, finde ich. Ich habe derzeit eine Crew von 112. Das geht, soweit ich weiß, noch höher. Aber jetzt zeige ich euch direkt mal das Kampfsystem. Was heißt Kampfsystem? Das ist eigentlich so in jedem Seekriegsspiel, so läuft der Kampf ab wie hier. Und das Ganze ist natürlich alles ein bisschen simulatorisch. Es ist schwierig, mich jetzt zu konzentrieren, während ich hier quatsche. So, dem hauen wir direkt mal was rein. Ihr seht hier unten links, hier, haben wir einmal Left Ammo, Right Ammo, Front Ammo, Back Ammo. Das sind hier zum Beispiel Front Ammo, Back Ammo, da haben wir tatsächlich sogar Heckgeschütze, zwei Stück. Und da können wir die Ammo auswählen. Ball ist normale Kanonenkugel, Chain ist so Kettengeschosse für die Segel, 3 ist Doppelgeschosse, macht mehr Schaden, also der lädt die Kanonen doppelt. Und 4 ist Grape, Schrot, also gut gegen Mannschaft. Und wir haben unten rechts, seht ihr jetzt, haben wir verschiedene Modi, die wir auswählen können. Ich will jetzt 7, damit lädt er die Kanonen schneller nach. Und dem pfeffer ich jetzt hier was rein. So. Ja, jetzt seht ihr auch die Tacking-Sequenz mal. Ihr seht, ich segel gerade direkt auf den Wind zu. Und darum stelle ich die Segel jetzt so, dass ich um mich herum, dass ich um meine eigene Achse rotiere. Weil anders würden wir hier nicht wirklich rauskommen. So, stelle ich die Segel wieder auf normal. Nimm ein bisschen Gummi raus. Und mein Ziel ist natürlich, den zu capturen, also zu entern. Damit wir den nachher verkaufen können. Ja, das sieht doch unglaublich schön aus. Ich muss auch nebenbei gucken, ob ich hier irgendwie ein schönes Thumbnail hinkriege. Grundsätzlich bin ich diesem Cutter hier überlegen. Also,
Firepower. Ihr seht, ich muss wieder auf Deutsch umdenken, was eigentlich schwachsinnig ist. Aber ist nun mal so. Also wir haben eine höhere Breitseitenstärke, bessere Kanonen und so, aber er ist natürlich viel wendiger als wir. Darum, da wir gerade nah dran sind, stelle ich hier alles auf Grape um, also Schrotkugeln, damit ich ihm die Mannschaft dezimieren kann. Und da müssen wir gucken, wenn wir den gleich entern wollen, ob wir dem noch die Segel ein bisschen wegschießen. Und jetzt muss ich quasi wieder das Tacking-Manöver machen. Wir müssen auch immer gucken mit dem Ruder, weil manchmal werden wir dann von dem Wind nach hinten gedrückt, also machen fahren rückwärts dann, dann müssen wir mal gucken mit dem Ruder. Mit V kann ich die Breitseiten einstellen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine rollende Breitseite, die fängt vorne an und endet hinten. Das gleiche gibt es von hinten nach vorne und dann random. Da schießen die einfach so die Kanonen. Aber ich benutze in der Regel immer frontrollende Breitseite. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, die Kämpfe hier sind nicht schnell vorbei, die dauern immer ein bisschen. Aber ich habe ihn jetzt schon auf 24 runter dezimiert. Problematisch ist es für mich, mit meinem Schiff da jetzt immer schnell ranzukommen, also zum Boarding, zum Entern, weil das Teil da hinten ist viel wendiger als meins. Aktiviere Boarding mal, weil der gerade relativ nah dran ist. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ihr seht, Boarding Preparation unten rechts, das muss erstmal aufgeladen werden. Also wir müssen es da erstmal fertig machen und so ein Quatsch. Und ich glaube, ab 50 kann man dann Schiffe entern. Ihr seht, dass dieser Schussbalken da, dieser helle Streifen da, dass der immer dünner wird. Das ist, wenn ich den jetzt hier so bewege, dann wird der größer, weil die Kanonen müssen umschwenken hier. Und wenn ich den länger auf einer Position lasse, dann wird der kleiner und dann werden die Schüsse wesentlich genauer. Ihr seht jetzt auch, der Wind bläst uns gerade so ins Schiff rein. Und darum rollen wir ein bisschen zur Seite und können mit der Breitseite nicht runter. Also wir können nicht tiefer zielen. Ich würde jetzt hier also nicht treffen. Darum nehme ich Segel raus. Seht ihr? Da kann ich ihm jetzt eine reinfeuern.
und gucken, ob wir näher dran kommen. Ein bisschen Gummi geben. Und er dreht. Nee, er dreht doch. Gucken, ob ich ein bisschen aggressiver da reinpushen kann. Und er wendet, ich nehme Segel raus. Ich werde ihn natürlich rammen. Und das sieht nach einer guten Position aus. Segel raus. Gummi, komm, gib Gummi. Nein. Oder? Aber ich glaube, wir sind auch zu schnell dafür derzeit. Ich weiß es nicht. Oder? Da hau ich ihm jetzt noch was rein. Ansonsten muss ich ihm ein bisschen die Segel wegballern. Eine Breitseite werde ich ihn noch mit dem Schrot reindrücken. Ich muss schon wieder ein Segel rausnehmen, damit ich tiefer komme. Und stelle um auf Kettengeschosse. Er scheint wieder gegen den Wind segeln zu wollen. Da versuchen wir den zu schneiden, wird aber wahrscheinlich nicht klappen, weil der einfach für solche Manöver einfach viel besser ist als wir. Schneller wir. Oh, ich habe mit Grapes auf ihn geschossen, stimmt ja. Chain. Nehmen die Segel wegballern. Der ist uns sonst zu schnell. Komm, jetzt sind wir schon über 10 Minuten in diesem Gefecht. Das geht hier nicht so schnell. Und angenommen, wir würden jetzt tatsächlich auf Kill gehen und den wirklich versenken wollen, dauert das Ganze noch länger. Aber schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt eine blöde Position, so treffe ich ja nichts an Segel.
Wart's ab, Freundchen, nicht richtig. Was macht er denn jetzt? Hinten haben wir Karonaden drauf. Hier auf den Seiten haben wir Longguns. Die Karonaden sind, sind ganz kurze Dinger. Also wesentlich kürzer als diese Kanonen. Ihr seht das da. Die sehen so aus wie so ein halber Mörser. Die schießen auch ein bisschen so wie ein Mörser. Die haben wesentlich mehr Power als eine Kanone des gleichen Kalibers. Aber haben halt eben eine geringere Reichweite. So, die ballere ich jetzt auf die Segel. Testschüsse können wir hier auch machen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Der erste Schuss war ein Testschuss. Das können wir tatsächlich die ganze Seite nacheinander alles als Testschuss benutzen quasi. Mit anderen Worten Semi-Automatik. Oben rechts seht ihr seinen aktuellen Status. Wenn ich weggucke, sehe ich den nicht mehr, oder? Ja. Den sehe ich nur, wenn ich wirklich da drauf gucke. Und ja, wir kriegen hier ganz schön was ab. Oh. Was dieser Autofokus ist, weiß ich ja gerade nicht. ...70% Säge. Kriegst du hier noch was mit der Karonade rein? Hier gibt es auch Löcher, also ihr seht oben links ist mein Zustand bei Leaks. Ist eine Kugel hat mich tatsächlich durchschlagen. Also hat die ist komplett durch die Holzverkleidung durch. Und wenn dieses Loch unter die Wasserlinie kommt, dann füllt sich mein Schiff langsam mit Wasser. Die Sache war ja damals, wenn die sich mit den Kanonen geschossen haben, das Problem waren ja nicht die Kanonen, die hier durchgeschlagen sind, zum Beispiel hier. Das war ja nicht das Schlimme. Das Schlimme war wirklich das Holz, was hier dann abgesplittert ist und quasi die ganze Haut zerfetzt hat. Und ja, das muss schon ziemlich heftig gewesen sein damals. Könnte einmal sehen, dann schieße ich einmal so durch. Versuch so ein bisschen den Mast zu treffen, weil der Mast kann tatsächlich abknicken. An verschiedenen Stellen, was ich ziemlich cool finde. Ja.
wir mal, ob wir schon näher dran kommen. Aber der wird kurz vorher abdrehen, dann macht er schon. Ich schieße noch mal gezielt auf den Mast. Ja, er will gegen den Wind segeln, da spielen wir doch mit. Und geben Gummi. Ja, dich packe ich mir, Freundchen. Segel runter auf 40%, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt muss ich selber ein bisschen Segel rausnehmen, weil ich jetzt viel schneller bin als er. Ihr seht das, was der für eine Fahrt drauf hat. Jetzt habe ich zu viel Segel rausgenommen. Ich habe mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Ihr seht da oben ein, das Leck ist tatsächlich unterm Wasser gerade. Und unten bei dem Kompass seht ihr ein bisschen blau. Da seht ihr, dass wir uns ein bisschen mit Wasser füllen. Aber ich würde dir doch sehr gerne den Mast wegkotzen. Schnappe ich mir jetzt aber. Jetzt aber. Ich versuche wieder auf seiner rechten Seite zu bleiben, weil wenn ich auf seiner linken bin und den zu sehr bedränge, dann fährt er hier wieder gegen den Wind. Und mir ist es lieber, wenn ich den in Richtung mit, also in Richtung Wind drücke. Und wird das was?
Komm schon. Nein. Ja, da können wir... Ey, da war's doch gerade. Was macht der denn? Ja. Ziehen wir uns ran. So, als erstes eine Musketenvolley, also Musketensalve. Vermutlich machen wir die damit schon platt. Ne, dann greifen wir an. Jo. Da gehört das Schiff uns. Wir können jetzt, das wäre vielleicht auch ein netter Screenshot. Wir könnten jetzt mit X das Schiff wechseln. Will ich aber nicht. Ich will das Schiff da verkaufen. Wir klicken auf Leave Battle. Und das Schiff hatte kein Loot in sich drin. Wir schicken das hier jetzt aber mal zu einem Outpost von uns, und zwar nach Jeremy oder Jeremy, keine Ahnung wie man das ausspricht. So, ja, da sind wir wieder auf der offenen Welt. Ich zeige euch kurz, wo ich war. Falsch. Hier. Da. Da irgendwo haben wir uns gekloppt. Und dahin habe ich das Schiff jetzt hingeschickt. Und werde da auch jetzt hinschippern. Denn ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.